So, herzlich willkommen zu einer weiteren Mathestunde aus Doc Schneiches Studio. Heute mal mit dem Thema, wie löst man nun endlich so eine Gleichung durch sogenanntes quadratisches Ergänzen. Jetzt kommen die härtesten aller quadratischen Gleichungen, zumindest für die meisten Schüler. Gucken wir uns mal einen einfacheren Fall mal so als kleine Vorgeschichte dazu an. Wir haben eine Gleichung mit einem sogenannten reinen Quadrat. Leider steht hier im Quadrat hier x minus 4, so eine Differenz. Das soll uns mal nicht schocken. Die Lieblingsschülerin des Professor Wurzel, unsere Wurzellini, hat da eine super Idee. Drum mag sie der Professor Wurzel auch so gern. Löse einfach nach diesem Quadrat auf und ziehe dann die Wurzel. Das klingt so einfach. Wir lösen die Gleichung jetzt auf, wie wenn da stehen würde 2x² minus 13 ist 437. Da wird man doch die 13 rüberbringen und durch 2 teilen. Und das machen wir uns jetzt, ohne dass wir uns irritieren lassen, dass hier so eine Differenz quadriert wird. Wir lösen einfach nach dieser Box da auf, gell? Tun wir erstmal 13 addieren, auf beiden Seiten, und dann ist es hier weg. Und hier haben wir die 450. Jetzt teilen wir durch 2. Dann ist es 2 mal hier weg. Und hier kommt 225 raus. Und erst jetzt, gell, können wir die Wurzel ziehen. Es macht an der Stelle keinen Sinn, denn dann steht es hier über einer Differenz. Und wir dürfen die dann nicht einzeln hier und hier drüber bilden. Wir müssen auf jeden Fall erst die 13 rüber. Und ich würde auch vorschlagen, die 2 da noch rüberbringen. Jetzt haben wir hier wirklich irgendein Quadrat und von dem Quadrat ist die Wurzel das, was hier bleibt. Jetzt lösen wir das auf, wie x² ist gleich 225. Erinnern uns aber dran, dass x² gleich 225 zwei Lösungen hatte, nämlich immer plus und minus 15. Kommt an der Stelle, wo man hier die Wurzel zieht, hat man zwei Möglichkeiten. So, und jetzt steht aber hier noch dieses x minus 4. Es war ja hier x minus 4 wurde quadriert und nicht x. Deshalb bleibt es auch hier stehen. Die Wurzel nimmt das Quadrat hier weg und hier können wir ja die Wurzel so ziehen. Die geplusste Lösung, bringen wir die 4 rüber, gibt dann 16. Und die geminuste Lösung, doch, minus 15 plus 4 müsste minus 11 sein. Schauen wir uns das mal an. So sieht es aus. Machen wir doch mal die Probe, ob das passt. Setzen wir mal 19 da ein. 19 weniger 4 ist 15. Quadriert gibt 225. Nehmen wir das mal 2, 450. Ziehen das ab, kommt tatsächlich das raus. Warum kommt bei minus 11 das gleiche raus? Minus 11 da rein, minus 4 gibt minus 15. Das gibt auch quadriert 225. Ja, und dann haben wir dasselbe wie vorhin. Wir haben diese Gleichung fast so gelöst, wie wenn hier x² steht. Wichtig ist nur, dass außerhalb dieses Quadrats kein weiteres x oder x² auftaucht. Ja, jetzt zum richtig harten Fall. Wann muss man jetzt diesen harten Fall des quadratischen Ergänzens durchführen, wenn man eben kein reines Quadrat hat? Wir haben solche Gleichungen hier schon gelöst. Wenn die 192 hier fehlen, da haben wir ein x-Term, ein x-Quadrat-Term. Wir bringen das hier rüber oder teilen durch x. Aber das geht hier nicht so einfach. Oder wir haben diesen blöden x-Term weg. Da können wir nach x-Quadrat auflösen und die Wurzel ziehen. Hier geht beides nicht. Ja, deshalb ist der Professor Wurzel so zornig hier. Und er hasst das, wenn Schüler hier durch x dividieren, das bringt nichts. Hier hätten wir zwar 5x minus 3, aber wir müssen jeden Summanden durch x addieren. Hier hätten wir dann nur 3x plus 17, aber bäh, hier haben wir 192 durch x. Dann hätten wir eine Bruchgleichung. Was wird man da machen? Wieder mit x mal nehmen, gibt es zu. Bringt also nichts. Das würde nur was bringen, wenn die 192 hier nicht da wären. Sie sind aber da. Das Leben ist grausam. Was wir jetzt machen ist, wir bringen alle x-Quadrat-Terme und alle x-Terme darüber
und lassen die Zahl rechts stehen. Sieht so aus, minus 3x², dann haben wir hier nur noch 2x² und minus 17x haben wir minus 20x. Ja, für viele würden sagen, naja, ein Pünktchen gesammelt, aber mehr Erkenntnis haben wir auch noch nicht. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, hier durch zwei teilen auf beiden Seiten. Geht auch, wenn hier eine ungerade Zahl steht. Teilen wir durch 2. Wichtig ist, wir müssen bei der Differenz hier Geld beide durch 2 teilen. Es nützt nichts, nur vorne das x², die 2 durch 2 zu teilen. So sähe das korrekt aus. Wir müssen jeden einzelnen durch 2 teilen. Und jetzt wäre schön, wenn hier ein Quadrat stünde. Jetzt brauchen wir eine richtig harte Idee. Und zwar, wir ergänzen hier etwas zu den x² minus 10x, sodass man das zu einer binomischen Formel machen kann. Oh je, hier steht das Plus und Minus auch noch verkehrt rum, ne? Müsst ihr euch anders umdenken. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, jetzt ist die Frage, was ist dieses b Quadrat? A ist x, das Quadrat von a steht vorne und hier in der Mitte steht ja mal 2 mal a mal x, 2 mal a mal b. Was ist also das b? Das kriegt er ganz einfach raus, indem er die 10 hier durch 2 teilt. Immer das, was das x ist ja das a und da hier 2a mal b steht, müssen wir eigentlich nur das hier ist 2b, das durch 2 teilen, haben wir die 5. Und jetzt, wenn man das b weiß, muss aber eben b² hier ergänzt werden. Ja? Und zwar links und rechts. Und was hat das für einen Vorteil? Jetzt haben wir hier die Bino die zweite und wir haben ein reines Quadrat und hier haben wir 121, 96 plus 25. Und jetzt können wir die Gleichung lösen wie vorher. Das klappt immer. Wichtig ist nur, vor dem x Quadrat muss ich 1 stehen. Das heißt, durch Teilen kann ich das immer machen. Hier dagegen, wie kriege ich dieses, was ich quadratisch ergänzen muss, hier raus? Ja, indem ich den Vorfaktor durch 2 teile hier. Ja, wenn das ein Bruch ist wie 5 Drittel, das kann ich auch durch 2 teilen. Gibt halt dann 5 Sechstel, ne? Aber ich muss dann das Quadrat davon hier ergänzen. Denn da hinten steht b Quadrat, da steht nur b in der Mitte. Und jetzt ist klar, jetzt löst man das wie vorhin. Jetzt haben wir so eine Gleichung mit dem reinen Quadrat. Jetzt dürfen wir die Wurzel ziehen. Vorsicht aber an der Stelle, es gibt wieder, immer wenn wir die Wurzel hier ziehen auf der rechten Seite, kann plus 11, aber auch minus 11 rauskommen. So, und dann bringen wir die 5 mit plus rüber. Wir haben die beiden Lösungen. Boah, das ist echt hart hier, ne? Und das schaut euch bitte nochmal gründlich an. Haltet das Video an, schaut es ein paar Mal an, bevor ihr eure Hausaufgabe macht. Falls es im Unterricht zu laut war, dann guckt das nochmal an. Ja, dann war's das für heute. Tschüss!